Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Lob sei Allah, dem Herrn der Welten. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allahs. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Und seinem Familie und seinen Gefährten insgesamt. Heute spreche ich aus Graz, weil wir haben ja heute einen Vortrag in Graz. Alhamdulillah. Wir sind eben aus dem Flugzeug gekommen. Alhamdulillah, es war so schön sonnig gewesen. Da fiel uns nur ein, Graz, 9.30 Uhr, die Sonne scheint, die Frisur hält, drei Wettertaft. Jedenfalls, Alhamdulillah, ich wollte ja immer einige Worte loswerden. Und ich habe hier einen sehr schönen Brief bekommen von einer Schwester aus Österreich. Die begrüßt mich erstmal hin und her, ja. Und dann sagt sie, meines Wissens nach sind sie der, sie will mir einige Tipps geben zu dem Vortrag in, jetzt in Wien. Und deswegen wollte ich da mal kurz drauf eingehen, weil ich denke, das sind einige Punkte. Sie hat den Brief sehr schön geschrieben, möge Allah die Schwester belohnen. Aber ich wollte auf einige Punkte eingehen, damit wir da auch ein richtiges Verständnis kriegen oder beziehungsweise um mein Verständnis von der ganzen Sache mal zu erläutern. Meines Wissens nach sind Sie der Erste, der auf Deutsch einen religionsvergleichenden Vortrag hält. Sie müssen, um dieses Thema gründlich zu behandeln, sicherlich auch Stellen aus der Bibel nennen. Das heißt, dass es für Österreich eine Art Tabubruch bedeutet, da bis jetzt jeder seine Religion dargestellt hat, ohne öffentlich genau auf Unterschiede einzugehen. Ich habe einen gesehen, einen Pfarrer oder Steinberger oder wie er hieß, der hat auch versucht ganz schön auf den Koran rumzuhacken, ohne dass er auch nur den geringsten Plan von der Materie hat. Aber okay, was für ein Tabubruch. Als allererstes, hier geht es darum, die Schwester hat das Anliegen und ich kann das sicherlich gut verstehen, dass man sich sagt, man möchte keinem wehtun und so weiter. Und das stimmt auch, wir wollen keinem wehtun und wir wollen auch niemanden beleidigen. Und wenn jemand meine Vorträge mal genau ansieht, dann beleidige ich dort nicht die Religion, sondern was ich ab und zu ins Lächerliche ziehe, sind die Meinungen von einigen Psycho-Leuten, die sich dem Christentum zuschreiben und die einfach lächerlich argumentieren. Und wenn jemand beispielsweise den Islam kritisiert, weil der Islam die Polygamie erlaubt, selber aber in seiner eigenen Bibel steht, dass Salomon, erster König, 11 Vers 3000 Frauen hatte, ja, dann kann man natürlich, dann fällt es einem sehr schwer, nicht zu fragen, ob dieser Mensch überhaupt seine eigene Bibel schon mal gelesen hat. Tabubruch. Was bedeutet Tabubruch in diesem Zusammenhang? Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man in der Lage ist, seine Positionen klar zu erläutern und klarzustellen, sowohl Muslime als auch Christen, und dass man trotzdem danach auseinandergeht, ohne sich den Schädel einzuschlagen. Von vielen Menschen wird es leider falsch verstanden. Da wird eine Aussage wie, ja, der Islam ist für mich die richtige Religion, als eine Kriegserklärung anerkannt. Und dies liegt vor allen Dingen an der Passivität der Muslime und nicht an der Aktivität der Muslime. Dies liegt an der Passivität der Muslime, dass diese Nicht-Muslime es einfach nicht gewohnt sind, dass plötzlich jemand den Mund so weit aufmacht, dass man seinen Gaumen sieht. So. Dann sagt sie, dies wurde eher in Kleingruppen mit speziellem Interessengebiet getan, also auf die Unterschiede eingegangen. Aber ich finde, es ist ja gerade wichtig, dass wir auch auf die Unterschiede eingehen. Denn wenn wir nur die Gemeinsamkeiten erwähnen der beiden Religionen, dann werden wir niemals zu einem Ergebnis kommen. Denn das, was uns ja schließlich unterscheidet und das, was die Wahrheit oder das, was klar macht, was ist richtig und was ist falsch, das sind ja gerade die Unterschiede. Ja, also die Unterschiede, dies wurde eher in kleinen Gruppen getan, aber eigentlich nie in einem öffentlich groß angekündigten Vortrag. Aus ihren Vorträgen weiß ich, dass sie sehr gut vergleichend arbeiten, möge Allah mich besser machen, als du denkst, und mir verzeihen, was du nicht kennst, dies aber öfters auch als provozierend ausgelegt werden kann. Dies aus Sicht einer Österreicherin in DL, ich weiß gar nicht, was meinst du mit DL, weißt du das? Dies aus der Sicht einer österreichischen DL ist man direktere Dialogform ja gewöhnt, wie man in der Politik bzw. auch während des Karnevals bemerkt.
Vor allem hier in Österreich gilt ja der Islam als gleichgestellt mit Christentum und Judentum. Und man kann sehr wohl auch eine andere Art des Umgangs mit dem Thema Religion in der Bevölkerung bemerken. Zum einen ist Religion bei uns an sich ein Tabuthema. Die Mehrheit der Österreicher sind Atheisten und deren Wissen über die christliche Religion sehr gering. Ist genau dasselbe in Deutschland. Die meisten haben mit dem Christentum sehr wenig zu tun. Und zum anderen denke ich, dass trotz aller Propaganda doch ein sehr großer Teil der Österreicher denkt, dass jeder seine Religion frei wählen und leben soll. Ja, wir denken sowieso, um bei Gott anzukommen, muss man die Religion frei wählen. Ja? Weil wenn jemand zum Islam gezwungen wird, dann wird ihm dieser Islam nicht am jüngsten Tag nutzen. Aber wir rufen dazu auf, dass der Islam, wir rufen dazu auf, den Islam richtig zu praktizieren, damit er einem auch etwas am jüngsten Tag nutzt. Ich weiß natürlich, was konkret Ihr Vortrag beinhalten wird, doch könnte es dazu kommen, Entschuldigung, ich weiß natürlich nicht, was konkret Ihr Vortrag beinhalten wird, doch könnte es dazu kommen, dass er von den Medien als gewollte Provokation dargestellt wird. Danke, Schwester. Die Medien interessieren uns eigentlich nicht die Bohne, weil die erzählen sowieso, was sie wollen, ja, und schreiben, was sie wollen. Von daher, normalerweise, wenn dann jemand ein Interview mit mir machen will, dann kann ich nur sagen, ja, schreiben Sie, was Sie wollen. Die schreiben ja sowieso, was sie wollen. Wir haben es schon des Öfteren erlebt. Man macht einen Vortrag, oder man macht ein Interview. Durch dieses Interview könnte man einen als den Friedensnobelpreisträger darstellen. Und nachher wird man als der Hassprediger dargestellt, weil von 30 Minuten Interview ein einziger Satz genommen wird, der aus dem Kontext gezogen wird. Naja, okay. Also Provokation dargestellt. Dass es bei uns diese Auseinandersetzung bzw. den öffentlichen Vergleich zwischen den Religionen eigentlich nicht gibt. Gibt es eigentlich auch kaum in Deutschland, hat jetzt langsam angefangen. Bisher konnten nur die Christen draufhauen. Deswegen bekommt das denen auch sehr schlecht, wenn auf einmal jemand kommt und sagt, hallo, guck mal bei dir im Buch. Ganz Graz vor allem ist noch ein heikleres Pflaster, da ja erst vor kurzem mediale Aufregung in Bezug auf den Islam und die FPÖ herrschte. Schön für Graz. Wien ist da sicher lockerer. Wir hier in Österreich sind bis jetzt einen anderen Weg des Dialogs gegangen, der eher im Verborgenen stattgefunden hat. Das ist in Deutschland auch so gewesen, und zwar seit 40 Jahren, verborgener Dialog. Und das ist sicherlich eine gute Absicht. Nur die Frage ist, was ist mit verborgenem Dialog gemeint? Und was sind unsere Ziele? Denn Schwester im Islam, und ich denke, vielen Leuten geht es vielleicht genauso, vielen Brüdern und Schwestern, die vielleicht so denken, aber wir müssen, dürfen unsere Brüder und Schwestern, wir dürfen unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Unser Ziel ist Al-Balaghul-Mubin. Al-Balaghul-Mubin. Unser Blick nur die offene Verkündung. Und unser Vorbild in dieser Sache ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi. Und als Allah ihm befahl, die Botschaft offen zu verkünden, hat er keine Sekunde gezögert. Und wir sind die Erben von diesem Wissen. Und wir sind diejenigen, die dies heutzutage praktizieren müssen. Und die Frage ist, wenn wir die Menschen vor der Hölle retten wollen, mit der Erlaubnis des Allmächtigen Gottes, wie können wir dies geschehen lassen? Dieser verborgene Dialog, das ist die Angeldauer. Wenn ich die Angeldauer praktiziere, dann werde ich vielleicht in 10 Jahren mal einen Fisch an der Angel haben. Aber was wir praktizieren, ist die Netzdauer. Das heißt, wir rufen die Leute in Hallen und bringen ihnen die Botschaft klar auf den Punkt. Und wenn man den Koran betrachtet, Schwester im Islam oder auch andere, die es gesehen haben, dann wird man sehen, dass der Islam keinen Zweifel daran lässt, dass er von Kopf bis Fuß der einzig wahre Weg zu Gott ist. Und es ist unsere Pflicht, dies glasklar zu verkünden. Und das werden wir auch tun, ohne jemanden damit beleidigen zu wollen. Und wir müssen immer wieder darauf aufmerksam machen, dass das Christentum, die klassische Sichtweise des Christentums nichts anderes behauptet. Ja? So, dies geschieht langsam und gemächlich, gemäß der typisch österreichischen Art und hat viele Menschen viel Arbeit und Mühen gekostet. Ich selbst bin nicht offiziell tätig, doch hängt mein Herz am Islam, an Österreich und meinen Kindern und ich hoffe, dass auch in Zukunft mit solcher Ruhe hier gehandelt wird wie bisher. Und nicht ein gewisser jugendlicher Übermut bzw. Enthusiasmus, das sorgsam aufgebaute System zum Wackeln bringt. Wir müssen eins wissen, wir wissen nie, was passiert. Ja? Wir müssen unsere Pflicht tun, die Leute zum Islam aufrufen. Und zwar öffentlich, klar und deutlich. Wie der Prophet, der auf Jabal Safa geht und die Menschen ruft. Ya Masharu Quraysh, inni lakum nadhirun mubin.